Ja, hallo. Fangen wir mal an. Fazit. Du Sau. Oh Mann, ey. Ja, weil du mich genervt hast. Wo singen denn sonst? Gott. Scheiß Technik-Wichse. Bisschen schöner, das ist ja furchtbar. Oh, du Kreilien. Oh, huah, nee. Du kannst den Diesel nicht so lange laufen lassen, nee. Was sollen die Leute denn denken? Ja, hallo zusammen. Ich bin hier heute beim René, beim Kniff. Den kennt ihr bestimmt aus unserem Forum. Und wir haben uns überlegt, dass der René heute mich vorstellt und ich stelle ihn vor. Also genau. Ja, hier haben wir Jochen. Das ist unser zweiter Vorsitzender. Das Herz des Forums. Ja, ihr kennt ihn vielleicht auch noch aus anderen Filmen wie Reife Omas vom Schrottplatz brauchen auch mal frische Sahne. Ne, oder wenn der Milchmann zweimal klingelt. Und ja, heute besucht der Jochen und der Mario, ne, der ist da hinten verdeckt, ja, unser Kamerakind. Genau. filmt heute ein bisschen und wollten das Videoprogramm mal in Angriff nehmen. Genau. Ja, wir haben auch gedacht, ne, wir machen mal den ersten Schritt zusammen und versuchen heute mal ein Video auf die Beine zu stellen. Ich darf den René vorstellen. Ja, der René ist unser Schweißer. Ist ja altbekannt, ne? Der René ist unser Metallbauer. hat mir kurz sein Kino hier im Stereo vorgeführt, war sehr schön. Wir machen heute Abend, später machen wir nochmal weiter und gucken ein bisschen Filmszenen und Filmschnipsel und ja, wir schauen einfach mal. Ja. Gut, René, ich würde mal sagen, als erstes würde ich dich mal bitten, stellst mal dein Setup ein bisschen vor. Also was hast du hier verbaut? Lautsprecher, AV, Beamer und so weiter. Gerne. So, also im Frontbereich. Fangen wir mal mit dem Lautsprechersystem an. Also hier haben wir den Satoric 4 Center. Ich hoffe, man sieht ihn jetzt im Bild. Und als Frontlautsprecher links und rechts haben wir die Satoric 4 Standlautsprecher. In den Ecken jeweils die Subwoofer, ein Tannoy VS218DR, also zwei Doppel-18er in 500 Liter Gehäuse. Also sie sehen groß aus. Ja gut, 500 Liter Gehäuse ist halt schon ein bisschen, Wahnsinn, ja. bisschen Material. Ja, im hinteren Bereich sind noch... meine ersten Stereo-Lautsprecher, Audio Prestige Modell Referenz 2, da waren meine ersten Standlautsprecher, die haben also auch immer noch im Kino ihren Platz gefunden. Und ja, oben hängen noch zwei Beat Club Lautsprecher, die genaue Bezeichnung weiß ich jetzt gerade leider nicht, auch von Intertechnik als 7.1 Variante, also als Rear. Atmos ist noch nicht eingezogen, ich habe noch gute veraltete Technik. Aber du hast es vor, oder nicht? Irgendwann kommt das auch, ja. Ja, die Frontlautsprecher werden befeuert von zwei Advanced Akustik, wie heißen sie jetzt, muss ich selber mal nachlesen. Monoblöcke. XA220, genau, Monoblöcke. Den alten Oppo 95EU habe ich noch als Zuspieler. Die Yamaha CXA 5100, die MXA 5000 als 11-Kanal-Endstufe, die dann die restlichen Lautsprecher befeuert, inklusive Center. Und das draußen... Heißt, du nutzt wie viele Kanäle von der Yamaha? 5. Also den Center und die 4 hinteren Lautsprecher. Kannst du den B-Amping betreiben oder das geht nicht bei denen? Ist jetzt nicht vorgesehen, okay. Ne. Okay. Mhm. Okay. Ja, am Subwoofer, also an den beiden Tannoy, hängt noch eine PA-Endstufe und versorgt die mit Leistung. Und als Bildmaschine in guter alter JVC X55 in einer Hashbox. So darf man halt auch. Metallraumschiff, so sieht es aus. Metallraumschiff, genau. Ja, sag mal was zu der Hashbox, weil die ist ja echt. Wahnsinn. Also ja, dann würde ich sagen, gehen wir gleich im Detail, dann machen wir einfach eine separate Vorstellung. Ja, können wir weil auch mal. So freihändig erklären macht da wenig Sinn, wenn man das sieht. Ja, okay, dann gehen wir später drauf. Gut. Gut, das hast du vorgestellt, dann haben wir hier 4 Stresslessel, das, ne? Bimola. Ach, Entschuldigung, Bimola-Sessel. Also man sitzt sehr, sehr bequem. Was ich sehr gut finde, ist, dass man die Beine hochlegen kann und hinten ist man nicht, also hinten kann man auch relativ waagrecht sitzen. Das haben viele dieser neueren Sessel nicht so. Sowas ist eigentlich das, was ich suche. Also das ist wirklich eine sehr gute Sitzgelegenheit, muss ich sagen. Ja. Gut, jetzt natürlich die spannende Frage ist, du bist ja auch im Verein. Ja? Und die spannende Frage ist natürlich, warum bist du eigentlich dem Verein beigetreten? Ja, weil du mich genervt hast. Wo singen denn sonst? Ja, das kann man ja jetzt nicht sagen. Ne? Also du musst jetzt schon... Ja, also im, also der, mein Vereinswerdegang war, ich war halt irgendwann... ja, wie fange ich denn da jetzt am besten an? Also im Prinzip muss ich bei den Lautsprechern anfangen. Da hat das Ganze seinen Anfang genommen. Man liest halt immer wieder von Selbstbau-Lautsprechern und habe dann halt auch im Internet recherchiert.
bin dann auf das große B-Forum gestoßen, was ja vor einiger Zeit implodiert ist. Ja. Und ja, habe mich da aber auch nicht wohlgefühlt und bin dann daraufhin zum Heimkinoverein gekommen, ja, wo ich mich auf Anhieb wohlgefühlt habe. Da hat der Jochen auch vor 10 Jahren schon gesagt, er kommt mich unbedingt mal besuchen. Heute hat es dann tatsächlich mal geklappt, man glaubt es kaum. Ja, wie versprochen, ne? Ja, stimmt. Und ja, schließlich habe ich dann Jochens Baubericht gefunden vom Smash, was immer noch mein absolutes Referenzkino ist und meiner Meinung nach seinesgleichen sucht, nach wie vor. Dankeschön. Bitte. Und ja, dann habe ich den Jochen halt irgendwann besucht. Ja, und da war es halt passiert. Dann hat der Jochen mich so lange belabert, bis ich dann einfach beigetreten bin, damit ich endlich meine Ruhe, meinen Frieden habe. Und ja, jetzt bin ich halt im Verein. Aber der Andi war auch schon da, ne? Stimmt, den Andi habe ich vorher kennengelernt. Den hatte ich mal beim Cinemike auf der Messe getroffen. Der war auch schon tatsächlich dann hier. Ja. Und so kam das halt zusammen. Ne? Und jetzt sind wir dann doch eine kleine, nette Familie geworden im Verein, würde ich mal sagen. Das stimmt. Da mit Papa Jochen. Ja, apropos Cinemike, die Historie von einem der beiden Subwoofer ist ja vom Cinemike. Ja, genau. Der nicht vermarkt ist und nicht aussieht, als wäre er vom LKW gefallen. Ja, das ist der alte vom Cinemike noch. Der hat es auch schon in neue Bunker-Kino geschafft und wurde dann durch die zwei Riesenbässe in der Tür quasi ersetzt. Ja, den habe ich damals auch schon beim Cinemike gehört. Im Wohnzimmer wahrscheinlich noch, ne? Ja, ganz genau. Ja, dann lass uns doch mal zu der Hushbox nochmal zurückkommen. Du hast ja gesagt, ja, das ist ja wie ein Lebenswerk schon fast, ne, wenn ich das so betrachte. Also, da ja, kommt, schon. Aber vielleicht kannst du mal beschreiben, was das Ding besonders auszeichnet und wie du das aufgebaut hast, weil das sieht sehr professionell aus, professionell lackiert. Der Aufdruck, den finde ich auch ganz cool. Ich weiß gar nicht, ob wir den im Internet zeigen dürfen. Ist das eine Marke? Oder? Ja, das ist ja aus den Alien-Filmen, also weiß ich gar nicht. Ach, ich glaube so. Gehen wir mal davon aus, dass das ist okay. Ja, schwer, das glaube ich, wurscht. Ja, aber wenn du mal ein paar Worte darüber verlierst, weil das sieht schon mega aus. Und was mich auch interessieren würde, wie du das da oben hingekriegt hast, weil das ist ja wahnsinnig. Ja, als Metallbauer hat man halt von Werk aus schon 50er Bizeps und dann ist das auch kein Problem. Ne? Nee, Quatsch. Ja, dann würde ich sagen, bauen wir die Kamera kurz um. Ja. Damit wir auch die Box selber in Augenschein nehmen können, weil sonst kann ich nicht erklären. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Ja. Ja, jetzt sind wir bei der Hushbox und der René ist jetzt mal so nett und der erklärt uns mal in Detail, was da was ist. Also die Hushbox ist, wie könnte es anders sein, komplett aus Metall. Der Mario filmt jetzt gerade, also ich sage dem Mario, wo er hingehen soll und dann seht ihr später im Video, wie die Hushbox aufgebaut ist. Also die Klappe, die der Mario auf der Seite filmt, da sitzt ein Lüfter drin. Der Lüfter ist in so einem Käfig drin und kann auch gedreht werden. Das heißt also, wenn ich später einen Beamer habe mit einer anderen Luftführung, kann ich einfach den Lüfter umdrehen und der Luftstrom geht in die andere Richtung. Okay. Dasselbe ist auf der anderen Seite, das brauchen wir jetzt nicht extra zu filmen. So, dann Mario, hier unten die Kiste filmst du jetzt mal. Einmal für die Dummen. Einmal von unten, einmal von hinten. Was ist mit dir? Für die Dummen Lüfter. Also einen sind ja wahrscheinlich ein paar, ne? Ja, ich bin ja dran. Also Entschuldigung. Wenn du jetzt 2 Minuten warten würdest, dann... Aber wenn die nicht, dann können wir auch... Nein. So, das ist der untere Lüfter. Also der JVC zieht ja unten an und hinten. Und zwar ist da eine Kiste drunter. Da liegt der Lüfter genau unter dem Lüftungsgitter vom JVC. Das kann man ja auch entnehmen und reinigen. Und der saugt von da hinten, wo der Mario jetzt filmt, saugt er die Luft an und bläst sie direkt in den Filter rein. So, dann auf der Rückseite, da ist so ein orangener Auspuff, Mario, den kannst du jetzt mal unter Augenschein nehmen. Da ist also ein Luftverteiler drin. Und zwar hinter dieser Klappe sitzen 2 Lüfter, da können wir gleich mal öffnen, dann kann ich euch das auch mal zeigen. Die saugen die Luft an und beatmen den JVC von hinten zwangsmäßig. Also er muss dann dadurch atmen, wo er auch normale die Luft einzieht. Dann bläst er, gehen wir hier vorne bei die Box, Mario. Dann bläst er die Luft vorne gegen diese schrägen Blechwände. Dann werden sie einmal nach hinten geleitet. Und dann nochmal von dem Lüfter, der in der Seite sitzt, wieder nach vorne rausgeblasen. Und da ist halt überall Pyramidenschaumstoff drin. Und das führt halt dazu, dass man den Beamer quasi nicht mehr hört. Also beim normalen Filmbetrieb nimmt man den nicht mehr wahr. Okay. Hast du das mit den Strömungsverhältnissen geklärt, dass es Wirbelungen gibt? Du meinst einen thermischen Kurzschluss? Genau. Ja, da habe ich aufgepasst. Ne? Jetzt mal eine dumme Frage. Ne? Das Ding sieht ja aus, wie wenn da so ein Christie rein könnte. Wie groß kann der, also theoretisch, wie groß könnte der Beamer sein, der da reinkommt? Die Box ist so vorgesehen, dass später auch ein N-Modell von JVC reinpasst. Also das Höhe, ne? Passt rein. Ja, auch in der Breite ist, glaube ich, gleich. Ne? Ja, Breite ist ziemlich gleich, aber es ist halt... Aber deswegen halt auch die Funktion, dass ich die Lüfter drehen kann, um den Strom zu ändern. Weil ich glaube, die N-Modelle
haben einen anderen Luftstrom wie die X-Modelle. Das weiß ich nicht. So, ich hatte das damals mit meinem guten Freund Duke Felix abgeklärt. Der hat ja einen M7 und der hat das für mich kurz erforscht. Und daraufhin ist diese Variante mit den drehbaren Lüftern entstanden. Und es hat ein Glas vorne, ne? Genau, hier vorne ist, also mal gehen wir vor die kannst ruhig zu uns kommen, brauchst keine Angst zu haben. Ne? Du kannst auch mal deinen New Kids Style in die Kamera bewegen. Ja. Hier ist unser Kamerakind, der Mario. Ja, großer Applaus mal an der Stelle. Kleiner als Chuck Norris. Genau. So, da vorne, ich gehe jetzt auch mal hier hin. Also hier sehen wir halt die Klappe, die ist mit zwei Schrauben fixiert. Die kann man also komplett öffnen, wenn ich mal an den Beamer von vorne ran muss. Und da ist also ein Museumsglas davor, ein Shot Mirror Guard, ist da drin. Aha. Und was noch zu erwähnen ist, film mal bitte die Kiste nochmal von unten, Mario. Da sieht man vier silberne Schrauben am Boden verteilt. Ein bisschen rausgucken. Ne? Ja, genau. Und zwar kann ich mit diesen Schrauben den Beamer Niveau regulieren. Ach, nee. Also der Beamer steht in der Kiste auf einer Plattform. Das ist ja cool. Und die ist auf den vier Punkten gelagert. Das heißt, also, wenn ich die Schrauben jetzt raus und rein drehe, kann ich den Beamer in der Kiste neigen. So dass ich die Kiste nicht öffnen muss oder den Beamer anpacken muss, um den auf der Leinwand auszurichten. Ne? Also dieses links-rechts, ja. Mhm. Aber die Neigung links und rechts und nach vorne und hinten, also ich kann den halt über zwei Achsen, ohne den Beamer, ohne die Kiste zu öffnen, kann ich den halt einstellen. Ne? Wow. Und ich kann auch die ganze Kiste, die ist oben an der Schiene montiert, Mario, vielleicht kannst du das mal filmen. Die kannst schieben, gell? Ja, sieht zwar alles scheiße aus, weil ich habe das hässlichste Kino im ganzen Verein. Nein, du hast das Kino mit dem höchsten Potenzial. Ja, oder so, aber nichts draus gemacht. Aber ist mir egal, das funktioniert, das ist erstmal das Wichtige. Funktionsgeprüftes hässliches Kino. So, also zurück zur Schiene, die ist am Balken verschraubt. Und da sind vier Klemmschrauben dran, also ich kann den ganzen Beamer jetzt einen ganzen Meter auf der Schiene verschieben. Das heißt also, wenn ich irgendwann einen Beamer habe mit einer anderen Brennweite oder eine größere Leinwand oder was weiß ich was, in Erscheinung. Der hängt an diesen vier Schräubchen da nur? Nein, die Kiste, die ist wie so ein C gekantet. Also das Profil hängt im Profil und hält und die Schrauben sind einfach nur da, damit nicht verrutscht. Ah ja, okay, alles klar, verstanden. Und kann dann die Kiste halt im Kompletten mit dem Beamer verschieben, sodass ich halt variabel bin. Das gleiche System sehen wir auch hier bei der Leinwand. Die hängt auch an der Kiste. Ich brauche hier die vier Schrauben zu lösen und kann die Leinwand auch nur einen halben Meter nach vorne holen. Trotzdem immer noch die Frage, wie hast du das Ding da hochgehievt? Die ist in Teilen. Also erst wird die Schiene montiert. Ja. Die habe ich einfach oben dran geschraubt. Die ist nicht so schwer. Ja. Dann kommt der Deckel von der Kiste. Ja. Der wird dran geschraubt. Ich habe so einen Plattenheber, also so ein rotes Teil für 100 Euro. Das ist Gold wert. Ne? Der Mario wollte nicht auf mich hören. Der hat schon halt mit der Leiter geplagt, der Idiot. Ne, aber ich hab unten die ganze Decke mit dem Ding allein gemacht, also 100 Euro kann man nicht besser investieren. Hab dann den Deckel halt oben montiert. Dann mit der Frau zusammen habe ich das Ding auf den Plattenheber draufgehoben und hab dann damit hochgedrückt und hab's dann montiert. Ja, was wiegt denn das Ding? Weißt du das ungefähr? Viel. Ja, was heißt denn viel? Das hat Mura halt auch viel, aber was hat die? 50 Kilo? Bestimmt. Was? Nein, also die hat mindestens 100 mit dem Beamer. Ist ja Wahnsinn. Okay. Ja, schön. Echt? Wow. Also, wenn einer mal eine Hushbox braucht, können wir den René fragen. Der baut euch wahrscheinlich wäre die für einen Barco oder für einen Christy noch ein bisschen größer. Ne? Ja, wahrscheinlich. Ja, Mario, unser Kamerakind, hat mich gerade noch darauf aufmerksam gemacht. Da ist natürlich auch noch eine Lüftersteuerung verbaut. Oh ja, das ist sehr interessant. Ich gehe mal da rüber. Das ist auch ein läuft aus dem Bild. Ach so. Ja, da. Es ist ganz simpel, auch von einfach vom großen A ein günstiges China-Gerät bestellt, wo man einfach dann zwei Grenztemperaturen einstellen kann. Also bis 30 Grad passiert dann nichts, danach gehen die dann halt an. Wie heißt denn das Ding? Ja, Lüftersteuerung. Heißt das so? Ja, Temperatursteuerung, keine Ahnung, was das jetzt für ein DBX 1028i? Nein, so ein STC 1000. Nein, ich meinte wirklich, wenn man jetzt sowas sucht. Nach was muss man da jetzt suchen, Barmer? Ich will einfach Temperatur oder Lüftersteuerung. Okay. Würde ich einfach eingeben. Ja. Oder mal das nette Forum aufsuchen, heimkinoverein.de. Ja. Und dann den Thread. Ja, ich bin auch da. Den Thread Hushbox Grundlagen aufrufen. Den müssen wir auch übrigens verlinken, ne? Also das ist wichtig. Und da gibt es tatsächlich die komplette. Da sind auch die Bilder von der Montage drin, die Jochen natürlich auch gesehen hat, weil er immer alles aufmerksam liest und sich dafür interessiert. Ja, schon, aber auch schon wieder vergessen. Ja, ich würde sagen, wir bauen mal um und machen die Kiste hinten auf und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt befinden wir uns hinter der Hushbox. Hier sieht man auch das Zuhause vom Beamerchen. Ne, hier ist auch die angesprochene Plattform, die halt hier auf den Schrauben lungert. Ne, da sieht man es jetzt. Ja. Beim Inneren der Box habe ich mir natürlich nicht so viel Mühe gegeben, weil ich bin einer, ich bin dann eher praktisch und mache mich da nicht so müde mit irgendwelchen Sachen, die eh kein Schwein sieht. Außer jetzt im Video.
Ja, hier sind die beiden Lüfter, auch mit dieser Steuerung. Also die Steuerungen hier sind für alle Lüfter da. Also jeder Lüfter hat eine. Weil dann, das war auch ein Tipp von einem Forumskollegen. Genau, dann kann ich, das war der Mo, glaube ich. Oh. Die gute Seele im Forum, nach dir. Und zwar kann man hier mit so einer kleinen... Groß an Mo. Hi Mo. Ja, genau, ich versuch mal. Also da, da ist so ein kleines Schräubchen und da kann man die Drehzahl von jedem einzelnen Lüfter einstellen. Deswegen, an der Schraube hier? Ja, genau. Das ist die. Okay. Das ist die Schraube. Ne? Und welche Lüfter hast du verbaut? Moment, ich sag's mal. NFA 12x25 FLX. Na komm, stell doch scharf. Sind sehr leise. Das sind die Noctua-Lüfter. Ey, das macht der dann nicht scharf, ne? Die dumme Sau, ey. Nicht schlimm. Na, ist ja egal. Jetzt sind Noctua-Lüfter. Hier ist ein anderer dabei. Das ist aber die günstigere Serie. Die sind grau. Die sind auch tatsächlich nicht so leise wie die braunen. Ja, wie gesagt, hier ist der Pyramidenschaum. Den sieht man ja auch nochmal dahinter. Vielleicht sieht man hier noch, da ist noch so eine Antidröhnmatte, ne, damit das Blech halt nicht ein bisschen ruhiger ist. Ja, hier sieht man auch nochmal die Schiene. Ja, hat bei den Lautsprechern nicht funktioniert. Ist schon klar, Jochen. Beruhig dich. Aber davon weiß ja auch noch keiner was. Von daher ist das ja egal. So, ich mach mal hier Stopp. Nee, die kann man nicht. Ah! Oh. Ja, mach mal, du Fummler. Hier ist, Moment mal kurz, Jochen, eine Sekunde. Hier ist übrigens nass, ne? Muss man ja heute haben. Also ja, genau. Und daneben ist die Festplatte. Nee, also tatsächlich fungiert der als variabler Getränkeständer, wenn hier auf dem Platz jemand sitzt. Ja. Okay, dann philosophier mal weiter. Nee, also sind echt toll. Die sind nach, das sind, guck mal, inverse Membrane. Das ist die Firma Audax 100 Pro. Das sieht man. An dem Faceplug. Ne, also ist eigentlich. Ne, drück ruhig mit dem Finger drauf. Klar. Oh, das passiert, da passiert doch nichts. Das ja, ist doch, ja, sicher. Lang nochmal hin, das Gummi. Kannst du dem Versicherungsvertreter dann später erzählen. Nee, sehr interessant. Vor allem sind die Ausbindungen, wenn der Staub ein bisschen runter wäre. Ja, die habe ich damals noch beim Korn Rönsch in Trier gekauft. Den gibt es schon gar nicht mehr, den guten Mann. Ja, also den Mann gibt es noch, aber den Laden nicht mehr. Wahnsinn, guck mal, das siehst du auch hier. Guck. An der Schrägen. Ja, der wurde auf den Buffle Step geachtet. Ja, ja. Ja. Das habe ich mir gleich gedacht. Ja, gell? Nee, wirklich gut. Schön, danke. Ja, die Farbe vom Gehäuse ist halt nicht schön, aber... Nee, die waren halt so. Schon, ne? Ganz gut. Wenn man die so ein bisschen foliert oder so, ein bisschen umspritzt. Oder man lässt sie so. Weil also wenn der Film an ist, guckt kein Mensch auf die Lautsprecher. So ein Tausender sind die bestimmt wert pro Stück. Habe ich auch bezahlt. Also ja. Nicht pro Stück, ich habe für beide. Nee, dann erzähl ich jetzt nicht. Nee, die haben 10, 15 Versuch das mal wieder dran zu machen. Ja, versuch mal mit deinen groben motorischen Sesselfurchter Fingern. So von der Qualität her, glaube ich, sehr, sehr gut. Jeder normale Mensch hätte ja oben angefangen mit der Blende, weil da ist ja eine gerade Kante. Aber nein, Jochen fängt im Radius an. Ne? Man muss ja den Schwierigkeitsgrad immer schön hochhalten. Zack, fertig. Nein, also wirklich tolle Lautsprecher. Danke. Ja. Soll ich mal das Fenster zumachen? Ja, da kannst du gerne auflassen. Man darf ruhig sehen, dass in meinem Kino auch noch ein Fenster ist. Ne? Ja. Und keine Lüftungsanlage, ja. Ja, René, jetzt erzählst du noch mal. Du weißt ja, ne, ich mag es ja immer sehr clean. Also clean ist ja wirklich nicht, aber ich habe ja gesagt, es ist das Kino mit dem größten Potenzial. Ist ja. Natürlich auch eins der größten Kinos mit fast 60 Quadratmetern. Und einem Klo. Ja, wirklich. Ja, also man kann hier tatsächlich tagelang autark überleben. Also da hinten ist noch eine kleine Nische, da ist eine Toilette drin. Dann filmen wir gleich mal. Unser Kamerakind weiß nicht, was er machen soll. Steht nur dumm in der Gegend drum. Er hat kein Handy. Komm, ich geb dir. Dir. Ja, gib mir unseres. Warte, ich komme her. Ja, ja. Aber, jetzt aber setz dich bitte. Erzähl mal, warum es so aussieht, wie es aussieht. Ja, also. Anfänglich war das hier unser Wohnzimmer. Da stand auch noch eine Couch hier drin und ein Sideboard und hin und her. Das war auch der Punkt, wo ich mich bei euch dann angemeldet habe, wo du dann gesagt hast, ich komme vorbei, dann habe ich Bilder geschickt, dann hat er gesagt, ja, ich bin dann weg. Und ja, dann irgendwann wurde dann halt ausgeräumt, dann wurde zum reinen Kinoraum. Und ich wollte dann irgendwann halt sehen, was passiert denn, wenn ich die Decke schwarz mache. Also bin ich in einen Schnäppchenmarkt gefahren, habe mir den günstigsten schwarzen Stoff gekauft, den ich gefunden habe. Und habe den einfach, wie er war, an die Decke getackert. Das hat nur ein paar Euro gekostet und seitdem ist die Decke schwarz. Da kamen dann noch zwei Bahnen dabei später. Und jetzt ist die Decke schwarz. Wie das aussieht, ist mir letztendlich egal. Also mir ist es halt wichtig, ich kann hier hochkommen, mache alles an. Die Technik ist eigentlich auf einem guten Stand. Ja, das stimmt. Hat man eben schon gehört. Und letztendlich muss man ja mal sagen, die tollen Kinos gefallen mir auch alle gut, ich finde das super, aber letztendlich im Filmbetrieb sieht man davon nichts. Ja. So, und das ist einfach, das war mir im Moment einfach keine Arbeit und keine Zeit wert, ja. Da irgendwas dran zu machen, weil es so funktioniert. Das ist einfach der Knackpunkt. Also es ist mehr, du nutzt das Kino mehr. Ja, genau. Du bist halt nicht so ein
Ich habe halt keinen N5 mit 4 Stunden drauf und das beste Kino im Verein. Forum, wie auch immer. Und ja, aber also die einen so, die anderen so. Ne? Ja, aber insgesamt finde ich den Raum wirklich, also den Raum ist ein Traum, ne? Also der Raum, wirklich, die Technik ist auch super. Ich meine, du hast ja den alten Oppo da stehen, den großen. Boah, wenn ich den schon sehe, da bin ich schon fast neidisch drauf. Nee, ehrlich. Na, also da steckt mein Herz immer sehr hoch. Und auch die Lautsprecher und auch die Subwoofer, wenn ich die so sehe. Also Wahnsinn, ja. Gut, die Couch wäre jetzt nicht meine Farbe. Gut, ich habe halt viele Sachen einfach auch gebraucht gekauft, weil mein Budget dann auch deutlich ja, niedriger klar. ist als das der meisten, ich als arme, gebeutelte Handwerker. Und deswegen... Das ist heutzutage gesucht, ne, Handwerker. Ja. Und gerade diese Himmler-Garnituren, die werden unfassbar günstig gebraucht, habe ich. Also die kostet neu, glaube ich, über 5000 Euro. Boah. Und ich habe die halt einfach für, ich glaube, 11 oder 1200 in dem Zustand halt gekauft. Ne? Ja. Nee, ist echt, also wie gesagt, man sitzt da wirklich super drauf. Und ich habe jetzt auch schon des Öfteren auf diesen heiß begehrten U-Sit-Kinosesseln gesessen und muss einfach sagen, ich sitze da einfach nicht gut drin. Ich muss mich jetzt outen, ich finde die Dinge einfach nicht gut, wenn man unbequem drin sitzt. Die sehen schön aus, aber die würde ich mit meiner Himmler-Garnitur im Leben nicht tauschen. Ja, also ich war auch schon drauf gesessen. Es ist okay, ja, aber es ist jetzt nicht, dass ich jetzt sage, ich renne jetzt gleich ins nächste Geschäft und kaufe mir welche. Also ist nicht die Himmler, sondern die Usit. Ja, ich kann den Hype nicht nachvollziehen, muss ich sagen, wie das ist. Ja. Sehen aber gut aus, muss man sagen. Ja, schön. Optisch sind die. Wobei ich die hier auch jetzt nicht hässlich finde. Ja, bis auf die Farbe. Jo, ist halt beige, ne? Ja, jetzt erzähl mal, was hast du denn für die Zukunft geplant? Ne? Also ich meine, du hast ja jetzt, bist du fertig. Ja, Atmos haben wir schon besprochen. 4K ist vielleicht noch was, ne? Was de... Ja, wenn irgendwann die N-Modelle günstig werden und ich dann mal wieder flüssig bin, dann kommt vielleicht ein neuer Beamer, klar. Ja. Ich will aber auch, was noch dazu gesagt werden sollte, ist keine akustische, transparente Leinwand. Deswegen stehen auch alle Boxen offen. Schon, ja. Das soll auch so bleiben, also die sollen offen stehen bleiben, weil ich mag dann auch, wenn man die Technik sieht. Also zum Beispiel das Cinemike 4 für Kino gefällt mir optisch sehr gut. Und ja, und... Also ich meine, das ja, ist... Ja, nee, du lässt mich jetzt nicht fertig erzählen. Man atmet mal kurz und schluckt mal, aber dann darf man... Du hast mich ja gefragt bei den Zukunftsplanern. Ja, dann komm, dann sag doch. Ja, dann gib dich doch jetzt mal. ja, also wenn irgendwann mal Zeit, Geld und Lust da ist, wird der Raum auch entsprechend optisch der Technik gewürdigt, würde ich jetzt mal so sagen. Mir schwebt so eine Raumschiff-Optik vor, weil die Hashbox geht ja auch in Richtung Raumschiff-Optik. Also da erinnert mich irgendwie an Alien-Film, auch wenn keins gibt, was so aussieht in den Filmen, aber irgendwie erinnert mich halt daran. Und ja, also mit so Säulen und Fenstern, wo man dann raus ins All sieht, mit verschiedenen Filmszenen zum Beispiel, so stelle ich mir das vor. Mhm, okay. Und halt eben dann neue Lautsprecher und dann kommt der Jochen bestimmt gerne nochmal, der ist ja ständig, geht ja hier ein und aus. Und, ja, hilft mir dann halt einfach die Technik auf Vordermann zu bringen, weil ich bin halt einfach kein Technik- und Computer-Fummel-Freak, das ist einfach nicht meine Welt. Ja, kann ich aber verstehen. Ne? Bin da eher oldschool unterwegs. Ich stehe dann auch lieber auf und tausche die Scheiben wie in nass im Haus zu haben, womit ich nicht umgehen kann. Ja, also René hat echt viele Scheiben, sieht man leider nicht. Aber es ja, weil unser Kamerakind halt nichts macht, außer dumm in der Wäsche rumgucken. Aber es sind echt viele, muss man sagen. Ja, es sind knapp 1000. Ja. Ja. Was noch zu sagen ist, Kino hat mittlerweile auch seine eigene Stromversorgung. Da kann unser Kamerakind gleich mal den einen Absorber da hinten wegnehmen. Da sieht man halt auch die Zuleitung. Also so, dass auch die Sicherungen hier oben sind. Hast du es selber gemacht? Ich habe die Kabel gezogen und ein Bekannter aus der Firma, der ist Elektriker, der hat mich dann halt angeschlossen. Also von der Elektrik im Kasten lasse ich die Finger, davon habe ich keine Ahnung, das sollte man dann noch sein lassen. Das, weil ich kann, mache ich ja so ein paar Steckdosen anklemmen, da kriege ich noch hin, aber vom Rest, vom Eingemachten lasse ich die Finger. Ja. Ja, nochmal zu den Lautsprechern zurückzukommen. Ich meine, die hast du ja echt super lackiert hier. Die ja. Ja, die schon, die nicht so. Also die muss ich auch sagen, sind wirklich... Nein, die gucken hier, das sieht man es nicht. Die sind hier wirklich sehr, warte, ich versuche mal die Kamera aktiv im Geschehen umzustellen. Moment, ich mache auch noch ein Licht an. Machen wir hier interaktives Fernsehen. So. Also vom Aufbau her sind die wirklich sehr, 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 sehr gut gemacht. Ja, da mit dem Lack. Ne? Das könnte man ja, der Lack ist tatsächlich beim Bau in die Hose gegangen. Also der ist auch mehr auf meinen Schuhen gelandet, wie auf der Box. Und der sollte eigentlich auch glitzern, wie man sieht, sieht man davon auch nur auf meinen Schuhen, was? Ja, ansonsten ist das halt der Fertigbausatz von Intertechnik. Ich muss mich hinhocken, das sieht man mich gar nicht, ich Idiot. Der aber noch zusätzlich mit Blech verkleidet ist. Vielleicht könnte unser Kamerakind mal etwas näher kommen, dann wird man davon noch was sehen. Vielleicht kommst du hier vor mich, Mario.
weil von hier ist halt die Beleuchtung. Guck mal hier. Da dürfte sogar die einlöschen. Dass man die Kante hier ein bisschen sieht. Ja, genau. Also klingen auch sehr, sehr gut. Ja, also ist wirklich, wenn einer einen guten Standlautsprecher sucht, ich würde sagen, ja, kann man empfehlen, ja. Ist jetzt kein Tiefbasswunder, aber das ist auch okay. Und so richtige Pegelorgien auch nicht, aber für jemanden, der sehr fein hört, viel Musik und auch im Filmgeschehen machen, die sehr viel Spaß. Der ist ein schöner Lautsprecher, muss ich sagen. Wirklich. Den passenden Sender, den habe ich bis jetzt noch nicht gehört, aber das holen wir gleich nach. Achso, die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, ist, Moment. Wenn die jetzt neue... Ich kann mein Gesicht zeigen, wenn es auch nicht schön ist. Ja, wenn du jetzt neue machst, machst du dieselbe Farbe oder machst du dunkel? Wie kannst du... Ich weiß noch nicht, ob sie schwarz werden, aber komplett schwarz werden sie ganz sicher nicht. Ja, mir geht es eigentlich mehr darum, lenkt es dich zu sehr ab oder geht's? Nein, ich bin da nicht so empfindlich. Ja, ja. Okay. Ja, weil viele sind ja abgelenkt, das war ja auch das bei dem Cinemike, was viele nicht mögen, ne? Dass das Bling-Bling dich vom Filmgeschehen ablenkt. Ja, aber sie werden, also die neuen werden schon dezent, also es soll jetzt nichts sein, wenn extrem spiegelt, glänzt, reflektiert oder sonst was, aber ich weiß, ob sie schwarz werden, weiß ich nicht. Die Rostoptik zum Beispiel, wirst du auch später am Filmbetrieb sehen, fällt gar nicht so sehr auf. Ja, okay. Ja. Nee, schön. Was heißt Rostoptik? Das ist halt Rost. Ja, gibt's noch was, was du uns noch sagen willst, René? Ja, unser Kamerakind zeigt noch auf die Klimaanlage im Kino. Das ist jetzt nichts Tolles, das ist halt eine Klimaanlage, also ein Splitgerät. Versuch mal, ob man sieht, wenn ich das mal so. Ja, also die ist halt schwarz lackiert, bis auf die Lamellen, die kann man jetzt einfach abbauen, dafür war ich dann zu faul. Die habe ich auch nicht entstaubt, sehe ich gerade. Ja, das machen wir nicht weg. Die ist schwarz-grau, ne? Ja, genau. Effektlackierung. Ja, genau, kann nicht jeder. Ja, genau. Aber auch die Effektlackierung auf dem einen Subwoofer finde ich. Gut, der ist halt auch gebraucht. Ne? Also der war tatsächlich auch in Frankfurt in irgendeiner Diskothek. Ach so. War der von irgendeiner. Da hat der Verkäufer hat mir gesagt, Jan Delay hat schön drüber musiziert. Ne? Finde ich den auch persönlich jetzt musikalisch. Ja, da würde ich den auch nicht so nachlackieren, René. Also das ist natürlich ein Grund, warum ich den nicht anfassen würde. Wenn der Jan Delay schon drauf stand, ist klar. Ich habe auch tatsächlich, als ich den abgeholt habe, habe ich den dann gereinigt und weil ich da an. Glasscherben, Bier und Kokain rausgewaschen habe, wahrscheinlich auch noch Blutstuhl und was weiß ich was. Jetzt die Box nochmal. Also ich habe zwei pechschwarze Eimer Wasser rausgewaschen. Das war schon Wahnsinn. Der hat wirklich gerade geliebt. Ja, genau. Und vom Gehäuse selber her. Ne? Also er hat wirklich dann ein paar Jahre im Club gestanden. Also man sieht das hier wirklich, also sie sind richtig, richtig groß. Falls einer fragt... Mario, vielleicht kannst du nochmal von vorne. Hier stehen wir natürlich auch bei dem, wo Müll da drauf liegt. Man hätte ja nicht bei den anderen nehmen können. Aber gut, da liegen die Kabel in der Ecke. Aber ich muss auch echt sagen, die sind richtig groß. Also ich kenne ja große Subwoofer, aber die sind riesig. Das ist Wahnsinn. Und was ich glaube, sind ja, was hast du gesagt, BMS sind drin, ne? Ja, genau. BMS-Treiber. Aber irgendwas wurde damit gemacht. Ich glaube, die haben hier nochmal eine Carbonbeschichtung oder sowas bekommen, ne? Also ja, das habe ich damals so veranlasst bei Tannoy. Das wollte ich... Nee, keine Ahnung. Nee, sieht so aus. Also ich glaube, es ist nicht von der Stange. Der hat auch... Guck mal, der hat das Triple Roll, also 3, das heißt... Ja, Jochen sagte mal zu mir, aber Triple Roll ist nicht Triple Roll, ja? Also hat er so schon wieder schlecht geredet. Nein. Ich, so live betrachtet ist wirklich gut. Ah, guck! Nein! Aber nachher will ich es auch mal im Filmbetrieb sehen. Also es sieht sehr... Willst du es nur sehen oder hören? Weil sonst kann ich dir jetzt schon einen Film anmachen, dann kannst du mal drauf gucken. Natürlich hören dann. Aber sehr beeindruckend, muss ich sagen, ja? Wahnsinn. Dich beeindruckend. Da muss ich mal kurz lachen, Moment. Nein, ich meine es ehrlich. Also ja. Ich stehe ja auch wenn man bei mir nicht zieht, ich stehe ja wirklich auf so große Kisten. Und die Kiste ist mal wirklich riesig. Wahnsinn. Aber der Raum, in den Raum passt sie. Ja, schon. Also wenn die schön lackiert wäre, wäre die super. Ja, schon, auf jeden Fall. Ne? So am besten mit Hochglanz lag, dass sie viel ablenkt. Ne? Nein, Warnex, ne? Warnex wie die Treppe. Miba Protector, kein Warnex. Genau, immer ja, genau. 2K-Ladeflächenbeschichtung. Dazu ist aus übrigens auch die Lackierung der Hashbox. Ist auch. Ja, warum machst du denn Miba das nicht da drauf? Ja, warum denn? Ja, weil es scheiße aussieht. Ja, dann trag du die Dinger runter, lackierst sie und trägst sie wieder hoch. Dann schraubt man das halt vorher mal raus. Ja, und dann wiegt die Kiste nichts mehr. Ne? Da wiegt die nur noch Zink, weil die Treiber wiegen 50 Kilo ein Stück. Ne? Ja, aber René, die Logik musst du mir jetzt mal erklären. Eine 100 Kilo Hashbox. Aber hier vor 50 Kilo Hand machen. Die Hashbox ist ja auch so gedacht, dass die im Prinzip für immer bleiben soll.
So, und dann war auch das letzte, was ich hier drin gebaut habe. Und deswegen ist die auch wirklich sauber. Und deswegen ist die modular und die nicht, weil die für immer bleibt. Richtig, weil die war damals auch schon im Wohnzimmer hier. Das ist die Subwoofer. Ja, ja. Ja, meine Frau ist schmerzfrei. Gott sei Dank. Danke, Schatz. Ja, das kann man jetzt wirklich sagen. Also jetzt sage ich nichts mehr. Man könnte ja auch auf die Idee kommen, man legt hier so, ist ja kaum Platz hier in dem Raum, man legt hier eine Plane hin, ne, und lackiert sie hier mit Warnex. Aber ja, natürlich. Ich fange jetzt an, im Heimkino zu lackieren. Naja, auf jeden Fall sind sie groß und gewaltig. Und sagt übrigens der, bei dem man im Kino nichts trinken darf, damit nichts dreckig wird. Ne? Ich? Ja. Achso, okay. Nein, das stimmt nicht. Man darf bloß keinen Kaffee trinken. Aber ich soll hier drin lackieren. Mit 2K Ladeflächenbeschichtung, mit einer Unterbodenschutzpistole. Ist klar. Nein, der war Farbwalzer. So, ich glaube, wir müssen dann auch jetzt langsam hier... Ja, wir sind schon wieder am Diskutieren oder am... Ja, wie man merkt, wir kennen uns halt schon eine Weile. Ihr werdet OT, Jungs. Wir werden OT, ja, Entschuldigung. Ja. Dann sind wir... Back to topic, please. Also off-topic heißt das. Ich habe mich immer gefragt, was das heißt. Nein, es war Topping nur ein Scherz, Topping ist auf den kleinen Küchelchen, diese leckeren... Das ist Topping. Ja. Und es ist ja on-Topping und nicht off. Ja, wenn ich da drunter esse, ist es doch off. Ich glaube, wir sind durch, Jungs. Wir, ne? schweifen da. Ja, René, jetzt erzähl doch mal, wie bist du zum Thema Heimkino gekommen? Ja, so ursprünglich war das von meinem Onkel aus. Der hat natürlich durch dich, Jochen, du warst schon immer mein Vorbild... Ja, du hast mich zum Thema Heimkino inspiriert. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefällt. Wenn es euch gefällt, hätten wir gerne einen Daumen hoch. Ich glaube, du sitzt ja bei YouTube hoch, ne? Ja, das heißt ich, du. Ich habe ja keinen YouTube-Kanal. Achso, ja, da kann ich es bei YouTube machen. Du hast den Jochen Stegmann. Und vorsichtshalber auch mal ein Abo. Wäre natürlich auch toll, weil vielleicht drehen ja andere. Wir wollten das wirklich mal machen. Ja, drüber gesprochen wird bereits viel. Ich könnte auch mal die Beleuchtung auf uns richten. Also es wäre auch mal schön, wenn andere diese Initiative mal ergreifen. Und ihr seht, wir haben uns echt super vorbereitet. Also wir haben... Komm mir die bitte, du siehst du noch kleiner aus. Wir haben vor fünf Minuten, bevor wir angefangen haben zu drehen, mal... Ich stelle dich jetzt gerade hin, du Affe. Entschuldigung, Jochen. Ich fange nochmal an. Vielleicht können wir mit dem Video ja ein paar Leute zu motivieren, auch mal... Inspirieren. Inspirieren. Das war übrigens eine GoPro. Wie der Jochen mittlerweile weiß. Das ist eine Actionkamera, die kann man. Genau. Die gibt's schon. Na, vielleicht kommt ihr auch mal auf die Idee, mal so ein Video zu drehen. Es muss nicht so stocksteif sein. Wir haben 5 Minuten vor Video gemacht, haben ein paar Fragen aufgeschrieben, wurden einfach mal spontan sein. René schneidet es. Ja. Er versucht es. Ich als PC-Legastheniker. Ja, und wenn ihr was sehen wollt, könnt ihr uns auch gerne Anmerkungen drunter schreiben. Wie gesagt, über Daumen hoch freuen wir uns, auch über ein Abo. Vielleicht kommt ja noch was in der Zukunft. Ja, wir denken schon. Ja, und das war's. Wollt ihr noch was sagen? Wort zum Sonntag. Viel Spaß beim Anschauen gehabt zu haben. Das ist am Ende vom Video, war jetzt auch wieder Quatsch. Macht's gut. Ciao. Winke, winke.